Also ich würde direkt mal hier auf Sprengstoff kriminell. Also getestet. Ich meine, blond und blaue Augen sieht super kriminell aus. Ist halt echt so. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute bin ich nicht alleine, wie ihr Hallo. Sehen könnt. Und ja, das ist übrigens die liebe Lea, ne? Das ist ja auch mal nicht schlecht vorzustellen. Und wir fliegen heute Abend zusammen nach Korfu für 6 Tage. Und machen einen, ja, Freundinnenurlaub, ne? Ja, das und ist schon mal sehr gut. Genau, und da habe ich mir halt gedacht, nehme ich euch vielleicht ein bisschen mit und vlogge ein bisschen. Also wenn es euch interessiert, dann bleibt unbedingt dabei. Und ja, wir haben jetzt gerade noch unsere... Ja, wir haben jetzt gerade noch unsere Koffer gepackt. Die sieht man da irgendwo, wenn... da, genau. Und ja, wir dürfen nur 6 Kilo mitnehmen und deshalb war das gerade ein bisschen schon ein Struggle. Ja, mit dem Wiegen und so ist entweder immer zu wenig oder zu viel, aber jetzt passt alles. Und ja, jetzt chillen wir hier noch ein bisschen in Stuttgart, genießen hier die Sonne und ja, dann sehen wir uns später. Guck mal, wie krass wir einfach im Partner-Look sind und auch unsere Koffer. Okay, meiner ist zwar ein bisschen heller, aber dunkler, aber gebt euch mal, das ist so Partner-Look-like hier, also und wir haben das nicht geplant, ne? Also, ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Bist du auch excited? Ja, mega, mega, mega. Hey, hallo, wir haben es geschafft. Ja, wir sitzen jetzt schon im Stuttgarter Airport bei unserem Gate und ja, sind gerade durch die Sicherheitskontrolle. Wir können jetzt noch 2 Stunden hier chillen und ja, mega fancy. Also ich würde direkt mal hier auf Sprengstoff kriminell. Also getestet. Ich meine, blond und blaue Augen sieht super kriminell aus. Ist halt echt so. Also erstmal Sprengstofftest meines Lebens und vor allem, das habe ich euch noch gar nicht gesagt, wir fliegen ja jetzt erstmal nach Hannover und chillen dort nochmal 4 Stunden und fliegen dann von dort erst nach Korfu. Also wir haben wirklich den billigsten Flug ever genommen, deshalb ist auch die Verbindung jetzt nicht so super, ne? Und ich wurde noch nie auf sowas getestet, aber man hat halt immer, Deutschland muss man schon vorsichtig sein. Immer ein erstes Mal. Genau. Aber ja, ist alles gut. Ich bin nicht verdächtig oder so, hat er nichts dabei. Zum Glück heute mal nicht. Nein, schade. Kann man nicht so laut sagen hier. Und wir sind halt wirklich gerade die Einzigen bei unserem Geld. Also wir warten jetzt ja noch 2 Stunden und vielleicht, wenn du es mal zeigen willst, also ja, hello, es Brandon. Ist leer. Es ist alles leer. Ja, chillen jetzt erstmal noch 2 Stunden hier und ja, wir melden uns dann wieder. Ciao, ciao. Leute, gebt euch einfach mal, was hier schon wieder matcht. Ey, das ist... Sorry, aber das ist ein bisschen zu krass gerade, finde ich, ne? Also, ich muss schon sagen, ne? Also, wir sitzen gerade im Flieger. Gleich geht's los nach Hannover. Ja? Ja? Der Weg zum Glück und da ist einfach so ein Vorsicht, Vorsicht, da kommt ein Auto. Nochmal ein rosanes Auto. Nee. Diesmal ist es weiß, aber egal. Aber aus wie richtig. Der rosa Weg bringt uns zum Strand. Ja, gell? Ja. Also Leute, Lea und ich, wir haben uns jetzt überlegt, hierher zu ziehen, ne? Ja. Öffnen der WG hier. Es ist oder? Alles schön dein Vorschlag? Rosa und es ist warm und toll hier. Und es ist alles so schön. Es ist unglaublich, ohne Witz. Also wir waren jetzt gerade noch im Supermarkt, haben ein bisschen was geshoppt und jetzt gehen wir wieder zum Strand. Ein paar Bilder machen genau. Müssen. Genau. Was heißt müssen, wollen. Also, wir alle wollen. Das muss ja eingefangen werden, diese eben, Momente Landschaft. Müssen eingefangen werden. Fast schon aufgegessen, aber hey. Hey Leute, wir haben jetzt schon Abend hier in Korfu, haben lecker gegessen, ne? Ja.
Unsere Mägen sind Mägen. Mägen, aber Mägen sind voll. Sechster Monat Schwangerschaft gefühlt. Ja. Haben auch vor dem Abendessen noch einen Mittagsschlaf gemacht, vor allem du hast richtig lang geschlafen. Ich habe noch ein bisschen am Pool gechillt und ansonsten ja, sind wir jetzt hier gerade in der Gegend unterwegs und suchen nach einer, eigentlich nach einer Live-Musikmöglichkeit und nach irgendwas zu trinken. Also mal schauen, was wir finden. Und ja. Guten Morgen, meine lieben Freunde. Tag 2 in Korfu ist angebrochen. Lea kommt auch. Ja, was haben wir heute schon Schönes gemacht? Gefrühstückt und genau. Uns für die Safari-Quad-Tour angemeldet. Genau, wir gehen jetzt nämlich gleich Quad fahren und ja, da freuen wir uns beide schon mega drauf, ne? Aber ja, wird schon aufregend. Über die ganze Insel gehen und ich denke dann, nehmen wir mal ein bisschen was. Wird bestimmt richtig gut. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so viel filmen kann, aber ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie es war. Und gebt euch bitte mal meinen Bauch im Unterschied zu hier. Das ist einfach nur krass. So Leute, das sind auch schon unsere Koops. Schön in einer Reihe. Ich bin echt gespannt, was für eine Farbe ich kriege. Ich hätte schon gern Pink, weil ich meine, wir sind hier auch im Pink Palace. Deshalb wäre es schon ganz nice. Welche Farbe hättest du gerne? Ganz egal. Die richtige Antwort wäre jetzt eigentlich Pink gewesen, ne? Also Lea, du bist hier im Pink Palace, ja? Kann ich eigentlich. Ach. Hallo, hallo! Tag 3 im wunderschönen Korfu ist jetzt auch schon angebrochen. Wir haben 7:30 und werden jetzt gleich für eine Bootstour abgeholt. Es geht zur Blue Lagoon und ja, wir freuen uns mega drauf. Wir sind jetzt in Siwata und haben jetzt ein bisschen Zeit, die Stadt ein bisschen zu erkunden. Dann müssen wir wieder zurück aufs Boot. Ja, es ist wirklich wunderschön. Ich war gerade eben noch schwimmen, deswegen sind meine Haare nass. Ja, meine auch ein bisschen, aber ja.
sind gerade am Hafen von Korfu. Da und ist auch eine AIDA und noch andere Kreuzfahrtschiffe. Genau. Das ist cool. Mhm. Und aber vorher haben wir so Schatten. Ja, das ist ein bisschen nachteilig. Vorher waren wir Mittagessen. Was gab's Leckeres? Erzähl. Es gab auf jeden Fall erstmal Pommes. Und Kalamaris. Und Brot. Aber es war sehr lecker. Und jetzt haben wir noch eine Stunde hier, bevor unser Bus kommt. Und wissen gerade noch nicht so genau, was wir noch alles machen sollen. Aber hier so entlang. Ja, am Hafen, chillen noch ein bisschen. Und wir hatten gehofft, dass es irgendwo eine Treppe gibt, wo man so ein bisschen die Füße ins Wasser hält. Genau. Ja, wir gucken einfach mal weiter. Und dann bis später. Hallo Leute. Ja. Heute ist der, ja man kann sagen, letzter Tag, weil morgen fliegen wir nur noch morgens. Ja, wir sind gerade echt ein bisschen, ja, schon nostalgisch, aber wir genießen den letzten Tag auf jeden Fall noch und chillen hier gerade am Pool. Richtig geil. Geiler Pool, bitte. Mhm, und hier hinten noch mit Strandaussicht, also besseren letzten Tag kann man gar nicht haben, also ja. Wunderschönen Abend. Ja, falls überhaupt gerade bei euch Abend ist. Unser letzter Abend ist angebrochen. Das ist richtig, richtig traurig irgendwie, aber. Das ist halt echt so. Es war eine mega Hammerzeit. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Morgen um 6 Uhr morgens kommt schon unser Shuttle, das uns das uns zum Flughafen fährt. Aber wir haben uns gedacht, wir schlendern jetzt noch mal kurz durch die Gegend, halten Ausschau nach, keine Ahnung, Live-Musik oder so. Und haben jetzt gerade auch noch mal ein bisschen am Strand gechillt. Und so noch mal das alles so Rückblick. Genau. Also kleiner Recap alles, und so, ja, nochmal alles Revue passieren lassen, genau. Und ja, wir sind auf jeden Fall, also ich bin zumindest mega müde, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin ultra müde, ich werde beim Abendessen. Ja, also wir werden dann jetzt demnächst auch wirklich ins Bett fallen, wenn wir wieder zurück sind. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Tschüss. Wir sind jetzt schon beim Flughafen in Korfu und warten gerade auf unseren Flieger zurück. Und ja, also ich bin schon ein bisschen traurig, dass es jetzt zu Ende ist. Echt sautraurig. War einfach richtig, richtig coole Erfahrung mit tollen Leuten und so schönen Orten. Und auch mega. Und jetzt und ist es zu Ende. Das ist irgendwie so richtig traurig. Ja, echt so. Also es war echt schön und wir werden es auch sicherlich total vermissen, aber ja. Ja. Aber irgendwann geht es weiter. Wir haben jetzt schon beschlossen, nochmal zusammen in den Urlaub zu gehen. Also wir melden uns dann wieder, weil wir fliegen jetzt erstmal nach Berlin. Wir müssen dann noch auf den nächsten Flieger nach Stuttgart warten und ja, dann sehen wir uns. Dass alles gut läuft. Genau. Öffnen Sie alle Sonnenblenden. Abschließend geben Sie nochmal einen Blick in die Sicherheit. Ich bin jetzt wieder back in Stuggi in meinem Studentenwohnheim. Die liebe Lea ist auch schon nach Hause gefahren. Ja, unser Urlaub ist hiermit offiziell beendet und ich kann nur sagen, und der Lea geht's genauso, dass es für uns eine wirklich richtig krasse Erfahrung war. Es waren zwar nur 6 Tage, 5 volle Tage, aber wir persönlich haben aus dieser Zeit so viel tolle Erinnerungen, so viele tolle Erlebnisse für uns mitnehmen können. Also es war wirklich eine super Zeit. Wir haben auch echt tolle Leute kennengelernt, von denen jetzt hier im Video eigentlich überhaupt nichts zu sehen war, weil klar, wir haben ja auch nicht alles geblockt, was wir gemacht haben, ging ja auch ein bisschen schlecht, aber wir hoffen natürlich trotzdem, dass wir euch einen kleinen Einblick in den Urlaub geben konnten und dass euch das Video gefallen hat. Und falls ja und ihr öfter Videos oder halt einfach Vlogs aus meinem Leben sehen wollt, dann lasst dem Video doch einen Daumen nach oben da und schreibt, wenn ihr wollt, natürlich auch wieder gerne ein paar Videovorschläge in die Kommentare. Und ja, ich gehe jetzt ins Bett, ich bin so krass müde, das gibt's gar nicht. Und ja, also wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!